Also, ihr Lieben, das ist eine Ansage der geistigen Welt, dass jeder mal sich hineinfühlen möge, was bedeutet es, aufzusteigen? Was bedeutet das für eine Wesenheit? Überlegt euch mal, wenn ihr aufsteht, wenn ihr aus dem Bett geht und sagt, okay, ich stehe jetzt auf, also eine Wiederauferstehung sozusagen in eurem menschlichen Körper, nachdem ihr geschlafen habt, tja, du stehst jetzt also auf aus deinem Bett, wirst so langsam immer wacher, so deine anderen Körper kommen so langsam auch so zurück in dein System. So, und jetzt sagst du zu dir, ja, okay, ich mache jetzt meine Mission auf Erden, egal wie lange die dauert, und die hat jetzt eine ganze Weile gedauert, wie bei Saint-Germain auch. Also er hat eine ganze Weile seinen Dienst gemacht mit seiner violetten Flamme. So, und er steigt jetzt auf und sagt, okay, ich bin jetzt soweit, ich gehe jetzt einen Schritt weiter, jemand anders übernimmt meine Mission. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für Saint-Germain? Okay, Saint-Germain sagt, er geht jetzt weiter. Aber ganz ehrlich, die violette Flamme von Saint-Germain hat sich verändert. Es ist seine Flamme. Es ist seine Flamme. Sie hat viel Blau und Rosa mit hineinbekommen, während sie vorher wirklich ultraviolett war, also wirklich mega violett. Und ich denke, das ist vielen auch bewusst, die damit gearbeitet haben. So, er steigt also auf, seine Flamme verändert sich und er geht seinen Weg weiter. Was bedeutet das für Saint-Germain? Was bedeutet das für dich, der mit dieser violetten Flamme gearbeitet hat? Also nochmal, seine Flamme hat sich verändert. Er steigt auf. Meint ihr, wenn er und seine Flamme, seine Herzensflamme, seine Lebensessenz sich verändert, lässt er die zurück? Ich denke nicht. Sondern er geht wirklich weiter mit seiner violetten Flamme. Diesen Dienst wird jemand anders übernehmen. Aber nicht mit seiner violetten Flamme, sondern mit der violetten Flamme des Wesens oder der Wesen, die das übernehmen. Ist doch ganz logisch, oder nicht? Nur weil ihr umzieht, lasst ihr doch nicht alles, was euch gehört, zurück. Das geht nicht und schon gar nicht eure eigene Lebensessenz. So, und Saint-Germain hat wirklich viel geleistet. Absolut Hut ab. Und er hat vieles gemacht, was sein Vater auch für die Erde gemacht hat. Sanat Kumara. Wirklich. Ganz viel Leid auf sich genommen, sehr viel Entbehrung auf sich genommen, um diesen Dienst zu leisten. Und für das, was Saint-Germain gemacht hat, wirklich Hut ab. Absolute Achtung und wow, das über so viele tausend Jahre aufrechtzuerhalten, weil es waren nicht nur Jahrhunderte, sondern tausende von Jahren. Wirklich Hochachtung und großes Lob. Die Wesen, die das jetzt übernehmen werden, werden das auch so lange machen und sie wollen es auch. Aber sie machen es mit ihrer violetten Flamme. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass die eine andere Qualität hat, als die vorherige, genauso wie die Qualität der vorherigen sich durch den Aufstieg von Saint-Germain natürlich verändert. Das ist doch ganz logisch. Also bedeutet das für jeden Einzelnen von euch, der in Zukunft mit der violetten Flamme arbeiten wird, ganz natürlich sich auf die neue violette Flamme einschwingen wird. Ja, ihr Lieben, und ihr werdet spüren, dass Saint-Germain mit seiner Zwillingsflamme Lady Portia eine Essenz erzeugt hat und natürlich auch die Informationen und die Connection hergestellt haben zu denjenigen, die diese Flamme, sagen wir mal, weiter aufrecht erhalten soll, aber in ihrer eigenen Essenz. Das heißt, diese Flamme, das werdet ihr auch spüren, wird eine andere Essenz haben. Sie wird eine andere, zwar violett im Grundton, aber sie wird eine andere Essenz und kristalline Form bekommen, die der Zeit des neuen Erwachens entspricht.
also dem Zeitkontinuum, in dem wir uns befinden. Es ist ja alles in Veränderung und jede Farbe kann sich in vielen Facetten ausdrücken, sodass eine Evolution auch in den Farbaspekten der Flammen einhergeht. Insofern ist es das, was wir euch auch schon in vielen anderen Channelings kundgetan haben, dass diese Zeitqualität, in der wir uns momentan befinden und auch noch viele Jahre befinden werden, ein Aufbruch ist in eine neue Essenz der Qualität der göttlichen Schöpfung des Lebens auf Erden. Insofern, dass wir erkennen, was wir in uns tragen. Das ist einfach im Moment immer nur ein Funken, den wir spüren, auch nach außen tragen. Und viele von uns machen das schon in einer wunderbaren Art und Weise. Nur das, was jetzt in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommt, ist noch mal ein Quantensprung, den wir durchlaufen dürfen. Aber in Einheit und mit viel, viel mehr Kommunikation und innerer Bereitschaft, wirklich fortzuschreiten. Es ist einfach hier nicht einfach so ein, ich sage mal jetzt mal ganz lustig, ein Ententanz, sondern es ist wirklich etwas ganz Großes, was jetzt auf Erden manifestiert und nach vorne gebracht wird. Und ich denke manches Mal, wir dürfen das auch nicht unterschätzen, in welcher Zeitqualität wir leben, was wir für Aufstiegssymptome durchleben, was wir jetzt durchmachen in unserem physischen, bei unserem Geist, unserer Seele. Ich denke mal, dass viele gar nicht überreißen, was das eigentlich bedeutet. Es ist momentan viel, viel mehr, als unser Verstand sowieso begreifen darf und mag. Insofern werden wir schon versuchen, euch diese Dinge noch etwas intensiver näher zu bringen. Und das möchten wir euch wirklich ans Herz legen, an dem Prozess sind, den wir wahrlich nicht unterschätzen dürfen und der so auf Erden noch nicht stattgefunden hat. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir mit uns sehr geduldig sind und sein dürfen und dass wir gemeinsam uns wirklich stärken, stützen, auf dass wir wirklich auf dieses Licht hinblicken, das wir alle erleben dürfen. Und insofern ist auch die neue Konstellation der violetten Flamme ein ganz wichtiger Aspekt, der natürlich den gesamten Planeten, dieses Universum, in eine neue Qualität bringen möchte und wird. Und insofern dürfen wir uns wirklich freuen und wir wünschen natürlich Sol Jemeur und seiner Lady Portia für ihren weiteren Aufstieg von Herzen alles Liebe und sie werden uns natürlich weiterhin auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nur, dass wir jetzt auch, sagen wir mal, diese Arbeit hier in Angriff nehmen dürfen, dass wir diesen beiden wundervollen Wesenheiten ihren weiteren Aufstieg von Herzen gönnen, denn sie haben für diese Erde, für dieses Universum, für diesen Kosmos wundervolle Arbeit geleistet. Von Herzen danken wir für diese wundervolle Mission und es darf weitergehen. Insofern seien wir gespannt, was folgen wird und wir nehmen in Liebe und Freude alles an, was kommt. Und so möchte ich euch eine kleine Mitteilung machen, ein Bündnis überreichen von Saint Germain mit seinem Humor. Ist ja ganz klar, der wirklich ein göttlicher Humor ist. Also ihr lieben Enten, hört auf Schwanhälse zu benutzen, sondern haut eure Daunenfedern weg und benutzt endlich mal eure Schwanenfedern und streckt euch und reckt euch und erwacht zu den Wesen, die ihr wirklich seid. Die alte violette Flamme hat sich verändert und das werdet ihr merken, wenn ihr versucht, mit der violetten Flamme demnächst zu arbeiten. Die neue violette Flamme hat einen viel größeren Touch von Blau. Während die alte schon immer einen rosa Touch hatte, so eine Färbung, und die wird jetzt wesentlich stärker werden. Das hat einfach mit der Liebesschwingung zu tun, in der ich aufsteige. So, die neue oder vielmehr die angesagte violette Flamme
wird ein gleiches Potenzial in sich tragen, wie gesagt, mit mehr Blau. Und zwar ein Königsblau. Ein Blau, was einfach dem göttlichen Willen entspricht. Und den solltet ihr in euch selber entfachen, wie vorher auch. Viele haben mich gerufen, die ganze Zeit. Saint-Germain, die violette Flamme, Saint-Germain, immer das Gleiche. Und die wenigsten haben verstanden, ihr Leben. In dem Moment, wo ihr die violette Flamme ruft, entsteht sie in eurem eigenen sakralen Zentrum. Und das wird auch so bleiben, nur eben mit mehr göttlichem Willen als vorher. Denn der fehlt nun mal in euch. Also Schwäne, nicht Enten, gell? Und auch nicht Enten mit Schwänenhälsen. Also, ihr Lieben, hört auf, das hässliche Entlein zu spielen. Wacht auf, nehmt euer wahres Gefieder an. Und nutzt die violette Flamme. Nicht rufen, oh, hilf mir, Saint-Germain. Vergesst es, ihr könnt vom Büchern knien und betteln und beten, dass ihr euch endlich was zu essen gebt. Anstatt endlich mal den Kühlschrank aufzumachen, euch das rauszunehmen, was das eure ist. Also hört auf zu jammern, zu klagen, sondern streckt euch, reckt euch, nehmt euer weißes Gefieder und findet euch nicht mehr als hässliches Entlein, bringt gar nichts. Nutzt die violette Flamme, ruft sie, aber noch einmal, sie entsteht schon seit Ewigkeiten immer nur in eurem eigenen sakralen Zentrum und kann von dort aus aufsteigen. Ihr Lieben, das war schon immer so. Nur bei mir oder bei den neuen Hütern der violetten Flamme ist vollkommen gleich. Es hat sich nichts geändert, außer dass diese Flamme etwas strenger, etwas härter, etwas klarer durchdringt ist mit dem göttlichen Willen, den ihr nun wirklich absolut braucht. Und fühlt in euch hinein. Ich denke, in eurem Herzen werdet ihr die Wahrheit meiner Worte fühlen können. Sagt, ich bin die Wiederauferstehung und das Leben in Vollkommenheit. Ihr müsst es schon wirklich mit eurem eigenen inneren Willen so meinen. Es muss euren Gefühlen, eurem Gedächtnis, eurem Bewusstsein, eurem Geist entsprechen. Und dann nutzt wirklich die Ich-Bin-Worte mit der violetten Flamme, gepaart mit dem göttlichen Willen in euch und bleibt diesem inneren, wahren, wahrhaftigen, eigenen Willen treu. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich gehe euch nicht verloren, nur ihr Lieben, ich werde genauso wie unser lieber Lord Sananda Christus einfach einen anderen Weltendienst übernehmen. Ich bin für euch da, wie eine Mutter, wie ein Vater, aber ganz ehrlich, nicht rund um die Uhr. Ich werde beobachten, ich werde klären und ich werde unterstützen. Doch der Punkt ist, Aufstieg könnt ihr genauso nur, wie ihr selbst essen, trinken, auf Toilette gehen, was auch immer, leben könnt ihr nur selbst. Aufsteigen, ganz ehrlich, könnt nur ihr selbst. Und wenn ich sage, ich bin, gilt das Gleiche doch für dich auch. Wenn du sagst, ich bin, nicht wiederholst meine Worte, sondern du wiederholst es dir selbst. Ich bin. Damit ist alles gesagt. Ich liebe euch alle. Ich bin die Liebe des Herzens, des Schöpfers selbstes. Und auch ich, Lady Portia, freue mich, mit meinem Geliebten jetzt eine Stufe höher zu treten und meine Aufgabe in Liebe weiterzugeben an eine wundervolle weibliche Göttin, die dies auf Erden verkörpern wird. Mit ihrem Zwillingsstrahl, denn das ist diese Aufgabe. Und so freuen wir uns, dass wir weitergehen können, aber auch mit Erleichterung
und bedacht diese ehrenvolle Aufgabe abgeben dürfen. Insofern ist es uns eine große Freude, euch nicht schutzlos zu überlassen in diesen herausfordernden Zeiten, nur dass ihr wisst, dass diese Flamme nie erlöschen wird, niemals. Sie wird sogar in einem wundervollen, kristallinen Lichte erstrahlen. Dieses Licht ist für diese neue Zeit das Licht der Erleuchtung, der Enthüllung, der Fortführung, der Schöpfungsimpulse, die unser Vater uns gegeben hat. Insofern wünschen wir diesem Paar von Herzen, dass sie ihre Aufgabe meistern werden hier auf Erden, und wir werden auch schützend unsere Hand halten über diese neue Flamme, die jetzt diese Welt erleuchten wird. Und so werden wir auch die Hüter von einer höheren Ebene sein für diese Flamme, die diese Erde erleuchten möge und helfen möge, den weiteren Aufstieg zu vollziehen. So danken wir euch für eure Aufmerksamkeit und segnen euch für euren weiteren Weg. So lasst euch nicht entmutigen, verzagt nicht und haltet euer Vertrauen und euren Glauben aufrecht an das Neue, was jetzt entstehen wird. Ich danke euch.